Seit 100 Jahren setzt sich der Sozialverband SOVD für soziale Sicherheit und Gerechtigkeit ein. Mit rund 565.000 Mitgliedern ist er der ursprüngliche Sozialverband in Deutschland. Doch wo liegt eigentlich der Beginn des SOVD, der als Bund der Kriegsteilnehmer und Kriegsbeschädigten im Ersten Weltkrieg gegründet wurde? Zweifellos bestimmte der gebürtige Berliner, Journalist, Politiker, jüdische Emigrant und Widerstandskämpfer Erich Kuttner die Anfänge des SOVD. Seine bewegte Biografie bot ihm dabei ganz persönliche Gründe, den Sozialverband ins Leben zu rufen. Erich Kuttner hat gesehen, wie es den Soldaten ging, hat gesehen, wie es den Verletzten ging. Er war selber schwer verletzt gewesen, war 8 Monate im Lazarett und hat dann auch in dem Lazarett festgestellt, dass seine Kameraden nicht so richtig wussten, was da nun eigentlich passiert und was für Rechte sie haben. Und da hat er dann als Sozialdemokrat, Sozialist, der er damals war, gesagt, wir müssen das selber machen. Mit der Gründung des parteipolitisch neutralen SOVD, der sich damals Reichsbund der Kriegsopfer nannte, gelang es Kuttner, den Forderungen der Kriegsversehrten eine Stimme zu verleihen. Er legte damit den Grundstein für den späteren Sozialverband Deutschland. Er war jemand, der sich für Unterdrückte eingesetzt hat. Er war jemand, der sich für Schwerverletzte eingesetzt hat. Er war jemand, der sich für die Sozialdemokratie eingesetzt hat. Eine wichtige Forderung war, für die Verletzten und Kriegsbeschädigten Arbeitsstellen zu schaffen. Und da sollten sich die Unternehmer Gedanken machen, wie die Verletzten da beschäftigt werden können. Aber nicht nur in seiner Arbeit für den Sozialverband zeigte Kuttner einen ausgeprägten Gerechtigkeitssinn. Diese Einstellung spiegelt sich auch in seinem Einsatz als Mitglied des Preußischen Landtags der Weimarer Republik wider und seiner Arbeit als Redakteur der Zeitung Vorwärts. Erich Kuttner war einer schon von denen, die sich in der Weimarer Republik gegen den aufkommenden Nationalsozialismus gewehrt haben und sich für die Demokratie einzusetzen, wie es Kuttner in den 1920er Jahren gemacht hat. Das war dann in der Tat schon eine ganz breite Palette demokratischer Verhaltensweisen, die damals wirklich nicht zum Mehrheitsspektrum in Deutschland gehörten. Kuttner hat sich schon, und das haben viele andere nicht gemacht, vor 1933 gegen Rechtsextremismus, gegen Nationalsozialismus engagiert. Er war Mitglied des Reichsbanner, also dieser sozialdemokratischen Wehrorganisation. Er gehörte ja auch im Reichsbanner zu denjenigen, die viel lieber frühzeitig eingegriffen hätten gegen die Hitler-Diktatur. Und war sich schon sehr früh sicher darüber, dass dieses System auf illegale Weise abgeschafft werden würde. Demokratie. Für sie kämpfte er mit allen Mitteln. So stellte er sich auch in der Revolution 1918-19 auf die Seite der Anhänger von Demokratie und Republik. Ihm war die Gerechtigkeitsfrage schon sehr früh bewusst und sehr wichtig. Und das hat ihn das ganze Leben eben geprägt. Er hat mal gesagt, was ich will, soll Tat werden und nicht Druckerschwärze bleiben. Ich denke, das ist ein guter Leitsatz. Und das zeigt auch so ein bisschen, dass er sehr praktisch da veranlagt war. Nach dem Reichstagsbrand gehörte Erich Kuttner zu 3 Leuten eines Komitees, die in der Berliner SPD den Widerstand gegen den Nationalsozialismus organisieren sollte. Also er hat schon ganz konkret am Widerstand mitgearbeitet. Doch schon bald musste er sich aus Deutschland zurückziehen. Als Jude war Erich Kuttner 1933 gezwungen, in die Niederlande zu fliehen, wo er weiterhin als Journalist tätig war. Zur gleichen Zeit sah sich der Sozialverband durch die Gleichschaltung der deutschen Behörden zur Selbstauflösung gezwungen. Auch im Exil engagierte sich Kuttner. So entschloss er sich dazu, am Spanischen Bürgerkrieg teilzunehmen und von dort aus für den deutschen Freiheitssender zu berichten. Also es war für Nicht-Nazis in Europa schon ein wichtiges Thema, dahin zu gehen. Verwundet kehrte Erich Kuttner aus dem Spanischen Bürgerkrieg in die Niederlande zurück. Doch dort wehte ihm nach und nach ein schärferer Wind entgegen.
1940 wurde das Land von der Wehrmacht besetzt und verlor dadurch seine Schutzfunktion für die Exilanten. Er hatte offenbar nicht berücksichtigt, wenn er nach Holland geht, dass die Deutschen nach sozusagen ihm folgen, sozusagen ihn dann auch auf der Spur bleiben. Kuttner und seine Frau mussten sich von da an im Untergrund bewegen. Sie lebten am Existenzminimum und zehrten von den spärlichen Zuwendungen, die sie von jüdischen Organisationen erhielten, sowie von geringen Honoraren von Kuttners journalistischen Aufträgen. Im September 1942 wurde Erich Kuttner verhaftet. Seine Biografie zeigt, dass der Kampf für soziale Gerechtigkeit eine Lebensaufgabe ist. Dieser Kampf trägt auch heute noch die Arbeit des SOVD und zieht sich durch zahlreiche Biografien seiner Mitglieder. Kurz nach Kriegsende nahmen die ersten SOVD-Ortsverbände ihre Arbeit wieder auf. Seitdem gestalten sie maßgeblich das politische und gesellschaftliche Leben mit. So setzt sich der SOVD auch 100 Jahre nach seiner Gründung weiterhin für eine soziale Zukunft ein. Die wichtige Erbschaft von Kuttner war, diesen Bund gegründet zu haben, der jetzt 100 Jahre alt geworden ist. Das ist wirklich, wenn man so will, sein Lebenswerk.